Hi! Heute gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks, nein, zu den Skype-Interviews mit dem, was mache ich hier. Mein Intro ist heute ganz schön scheiße, merke ich gerade. Jetzt habe ich scheiße gesagt. ich mach's nochmal. Hallo, liebe Leute! Heute gebe ich euch in diesem Video einfach nur Tipps für die Skype-Interviews mit den Host-Families. Und ich will jetzt nicht lang reden, deswegen fangen wir direkt an. Mein erster Tipp an euch ist immer lächeln. Es wirkt einfach sympathischer auf die Familien, wenn da jemand vor denen sitzt, der die ganze Zeit lächelt und auch nickt bei den Dingen, die die euch erzählen, damit die wissen, ihr habt dieselbe Meinung, natürlich nur, wenn ihr sie auch habt, dass ihr dann auch nickt und lächelt. Dann der zweite und der allerwichtigste Tipp von allen ist eigentlich, dass ihr die Kinderfragen zuerst stellen solltet. Also alle Fragen, die ihr zu den Kindern, zu der Arbeit mit den Kindern habt, stellt sie zuerst. Und Fragen zu Urlaub oder ob ihr ein Auto habt oder so, sollten immer als letztes anstehen. Weil dadurch kriegen dann die Familien den Eindruck, euch ist es wirklich wichtig und eure erste Priorität ist immer bei den Kindern. Dann solltet ihr auf jeden Fall die Familie gut kennen. Das heißt, wenn ihr mehrere Familien im Profil habt und ihr kommt immer ein bisschen durcheinander, mit welches Kind war jetzt nochmal wie alt und was war der Name von dem dritten Kind der fünften Familie und sowas alles, dann lest euch vor, bevor ihr das Skype-Date habt, noch einmal das Profil durch, lest euch den Brief nochmal durch, schreibt euch vielleicht Stichpunkte, schreibt euch auf, was ihr noch überhaupt nicht wisst, was ihr auf jeden Fall noch fragen müsst und legt euch einen Zettel bereit und legt diesen Zettel dann neben euch, während ihr dieses Skype-Date führt, damit ihr ab und zu einfach drauf gucken könnt und das Gespräch zum Laufen bringt und dass ihr Bescheid wisst, worum geht es hier eigentlich, um welche Kinder geht es hier und worüber reden wir hier überhaupt gerade. Ein Tipp, den ich gemacht habe, den ich euch sehr empfehlen kann, ist, das ganze Gespräch aufzunehmen. Ich habe mit meinem Handy einfach Sprachmemo gemacht und einfach das Gespräch aufgenommen. Das ist natürlich wegen Datenschutz und alles, ne? Dürft ihr halt natürlich niemandem zeigen oder so. Sondern ich habe es einfach so gemacht, dass ich mir das dann abends nochmal angehört habe und mir ein paar Stichpunkte geschrieben habe, weil während man redet, hört man nicht auf alles, was die sagen. Und manchmal folgt man nicht ganz dem, was sie erzählen und manchmal versteht man vielleicht ein paar Wörter nicht. Und wenn man sich das wieder anhört, dann kommt einem das neu ins Gedächtnis und man weiß wieder neu, ach ja, darum ging es. Und manchmal versteht man Sachen sogar besser. Deswegen, mir hat es sehr geholfen und ihr könnt das gerne auch machen. Dann lasst uns über die Fragen reden, die ihr der Familie stellen solltet. Also wie ich schon gesagt habe, zuerst Fragen zu den Kindern. Die allererste Frage, die ich immer am allerwichtigsten finde, ist, fragt, wie ist der Charakter von euren Kindern? Was sind deren Interessen? Was sind deren Hobbys? Gehen die in ihrer Freizeit irgendwo hin? Gibt es Probleme mit den Kindern? Was sind die guten Eigenschaften? Was sind die schlechten Eigenschaften? Einfach grundsätzliche Dinge zu den Kindern. Die sind wichtig für euch und die zeigen der Familie, dass ihr wirklich Interesse habt an den Kindern und dass sie halt das Wichtigste für euch sind. Dann könnt ihr natürlich auch gerne fragen, was das Au-pair oft mit den Kindern macht, wo sie mit denen hingeht, was in der Nähe für Aktivitäten als Möglichkeiten stehen und sowas alles. Und dasselbe könnt ihr natürlich auch zu den Eltern fragen. Fragt sie, was sind die Interessen der Eltern? Was gibt es manchmal irgendwelche Probleme? Das könnt ihr ruhig immer fragen. Das ist ganz wichtig eigentlich für euch. Deswegen, ihr könnt es immer fragen. Denkt nicht, oh, das wirkt jetzt blöd oder so, sondern das ist wichtig zu fragen. Deswegen würde ich das auch tun, wenn es dazu gerade so kommt im Gespräch. Dann könnt ihr natürlich fragen, über die Area, in der sie leben. Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann man in seiner Freizeit machen? Was macht die Familie in ihrer Freizeit? Was macht die Familie an Wochenenden? Einfach, was ist in der Nähe? Wie sieht es dort aus? Kommt man gut weg? Eine gute Frage ist, wenn man nicht genau fragen möchte, ob man ein Auto hat, weil das wirkt natürlich blöd, kann man immer fragen, habe ich ein Auto oder gibt es vielleicht sogar gute Möglichkeiten, irgendwo zu Fuß hinzugehen oder mit Public Transport irgendwo hinzukommen? Das ist immer so eine gute Frage, mit der man sich aus dieser ganzen Autofragerei raushalten kann. Eine Frage, die ich bisher jeder Familie gestellt habe, und die Familien fanden diese Frage sehr toll, ist, wenn sie zum Beispiel jetzt schon ein Au-pair haben oder mehrere gehabt hatten und die haben dann schon verlängert gehabt und so, dann frage ich immer, ja, euer Au-pair hat so super funktioniert, hat sogar verlängert. Es geht natürlich auch, wenn ihr nicht verlängert. Woran glaubt ihr, liegt das? Also, wieso passt dieses Mädchen so gut in eure Familie? Like, what makes her fit into your family so well? Why does it work out so well? Also diese Art von Fragen helfen euch. Und dann könnt ihr auch gleich dazu fragen, was ist wichtig für die Familie? Was suchen die in einem Au-pair? Characteristic things, dass die wichtig für sie sind. Oder auch einfach, was ist der Familie wichtig? Was braucht sie in einem Au-pair?
Dann könnt ihr natürlich nach dem täglichen Tagesablauf fragen und einfach mal hören, wie die den so runterrattern, was ihr so machen müsst am Tag, einfach auch von Household Responsibilities oder auch wenn sie Tiere haben, was fällt da an und was muss man tun. Einfach generell, wie sieht ein typischer Tag in der Familie aus. Was auch wichtig ist, ist zu fragen, wann man gebraucht wird, also in welchem Monat braucht ihr mich, weil zum Beispiel bei mir ist es so, mein erstes Ausreisedatum war immer 1. August. Ich habe das dann auf 27. Juli verschoben, weil ich in allen Familien angezeigt werde, die auch Juli angegeben haben, also die jemanden für Juli brauchen. Allerdings sehen die irgendwie nicht, dass ich erst am 27. kann, deswegen denken die dann immer, ich kann Anfang Juli und das ist dann immer so ein bisschen komisch. Deswegen ist es sehr wichtig zu fragen, wann braucht ihr mich eigentlich? Die meisten Familien sind ja auch ziemlich flexibel dabei. Ihr könnt auch immer fragen, ob die Familie in Eile ist, jemanden zu finden, ob die sich in den nächsten Wochen entscheiden wollen oder ob sie erst mit ganz vielen Au-pairs reden wollen und sich erst ganz spät entscheiden wollen. Einfach fragen, auf welchem Stand sind wir hier eigentlich, damit ihr Bescheid wisst. Vor allem, wenn ihr mit mehreren Familien redet und euch gefällt die eine besser, die wollen sich aber jetzt erst für einen Monat nicht entscheiden und die andere will sich innerhalb nächster Woche entscheiden, dann ist es natürlich gut, das zu wissen, wann die sich wirklich entscheiden wollen. Was ihr auch immer fragen könnt, ist, ob es irgendwelche speziellen Essgewohnheiten in der Familie gibt, spezielle Religionen, spezielle Regeln, sowas alles. Einfach, ob es irgendetwas Besonderes gibt, was vielleicht nicht ganz so der Normalfall von Familien ist, was vielleicht wichtig für euch sein könnte. Ich finde es super wichtig, mit dem Au-pair von den Familien auch zu sprechen. Das hat mir bisher sehr geholfen. Ich habe mit 5 Familien geskypt und auch mit allen von deren Au-pairs. Und es war halt teilweise so, dass mir die Familie kam mir dann nicht so locker und so fort. Dann hat mir das Au-pair erzählt, die sind total witzig und total locker, wenn man die kennt. Und das ist total super da. Und bei einer anderen Familie war es so, die Familie wirkte total lieb auf mich und total toll. Und dann hat mir das Au-pair erzählt, dass es irgendwie alles so eine Art Scheinwelt, also es ist gar nicht so toll, wie es alles auf den ersten Blick wirkt. Und die war auch nicht ganz so 100% zufrieden in der Familie. Deswegen ist es immer, finde ich, sehr gut, mit den Au-pairs zu sprechen. Und bei mir war es auch immer so, dass ich nicht selber darum fragen oder darum bitten musste, sondern die Familien haben mir immer von sich aus gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du auch dem Au-pair eine E-Mail schreiben oder mit dem Au-pair skypen, wie du möchtest. Dann ein paar Dinge, die ihr vielleicht für das zweite Skype-Date fragen könntet, weil das waren ja jetzt so die Fragen, die sind wichtig zu klären, die braucht ihr wirklich zu wissen. Jetzt gibt es natürlich noch Fragen, die sind nicht allzu wichtig, aber ihr müsst ja das Gespräch in Gang bringen, wenn ihr zum Beispiel ein zweites Mal skypt. Und dafür habe ich jetzt noch ein paar Ideen für euch. Also erstmal könnt ihr fragen, ob es viele Au-pairs in der Nähe gibt, wie das so aussieht, mit der ganzen Situation in der Area, mit Au-pairs und vor allem auch mit Playdates von den Kindern. Also gibt es, sag ich mal, Au-pairs in der Nähe oder generell einfach nur andere Familien, die sich öfter mit den Kindern treffen, wo man die Kinder hinfahren muss, wo andere Kinder zu einem kommen, einfach nur, um ein bisschen zu reden. Was man auch gut fragen kann, was auch nochmal Interesse an der Familie zeigt, ist, dass man fragt, ob die eng mit der Verwandtschaft sind, sozusagen. Fährt man auch oft mit den Kindern zu den Omas und Opas, besucht die? Oder gibt es noch andere Kinder wie Cousins in der Familie? Seid ihr eng mit denen, besucht ihr die oft, sowas alles? Dann Freizeitmöglichkeiten, was könnt ihr in eurer Freizeit machen? Wann habt ihr überhaupt Freizeit, falls ihr das noch nicht vorher wisst? Also habt ihr Zeit, durch eure Arbeitszeiten auch zum College zu gehen? Gibt es in der Nähe Colleges? Was für Kurse besuchen die Au-pairs, die die Familie jetzt hat, oder das Au-pair, was die Familie jetzt hatte, alle Au-pairs, die je hatten oder so, wie haben die das mit dem College gemacht und was gibt es für Möglichkeiten? Dann noch 3 Fragen, die habe ich nie gestellt, weil es einfach irgendwie, ich kam da nicht so zu, die zu stellen, die waren mir jetzt auch nicht so wichtig. Aber wenn ihr irgendwie dieses Gespräch ins Rollen bringen müsst, könnt ihr immer noch fragen nach, erstens, ob es irgendwelche Kinder in der Familie gibt, die irgendwelche Special Needs haben, Krankheiten, Allergien, sowas alles. Dann, ob die Eltern auch auf Business Trips gehen, wo ihr dann alleine mit den Kindern seid. Und das dritte mit Urlaub, die ganze Urlaubssituation, kommt ihr mit der Familie in Urlaub oder nicht? Aber meistens weiß man das dann auch schon, weil es meistens auch in dem Profil, in dem Brief steht und so. Fragen, die auf euch zukommen werden könnten natürlich, kann alles sein, was in eurem Profil auch schon steht im Grunde genommen. Meistens fragen die nur nochmal nach den Hobbys, nach den Childcare Experience Angaben und sowas. Oft wird auch gefragt, Dinge wie, ob man kochen kann, ob man schon mal ein Kind gewickelt hat, ob man schon mal, wie würde man mit den Kindern umgehen in speziellen Situationen, sowas alles. Aber
Das sind alles Dinge, auf die kann man eigentlich gut spontan antworten. Und meistens ist es bei den Skype-Dates auch so, dass die Familie eher erzählt und man selber sitzt eher da und hört sich das an. Aber da ist wirklich jede Familie anders, also da kann man überhaupt nichts vorhersagen, was einem gefragt wird und was nicht. Manche Familien reden auch einfach so, wie war dein Tag, was hast du gestern so gemacht, erzähl doch mal, wie sind deine Freunde so. Und manche Familien sind dann so, kannst du kochen, rauchst du, kannst du fahren, solche Dinge. Das war's dann auch schon wieder für heute und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wenn ihr weitere Tipps für die Skype-Interviews habt. Und schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr weitere Tipps für mich und meine Videos habt, wenn ihr Videovorschläge habt. Abonniert meinen Kanal Jolinas Au Pair Life für weitere Videos und bald auch aus den USA endlich. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Übrigens, mein Outfit of the Day wollte ich euch einmal zeigen, denn ich trage dieses USA American Dream Shirt sowie Sweatpants und Monster AG Socken. Also, ich bin sehr stylisch angezogen heute.